Leute, ja, dieses Video wird ein Infovideo und auch ein kleines Ansagevideo. Jetzt aber erstmal zur Info. Ja, seit gestern ist das Weihnachtsgewinnspiel zu Ende und ich muss mit sehr großer Enttäuschung wirklich feststellen, dass bei mir so gut oder keiner mitgemacht hat. Ja, noch nicht mal einer hat mitgemacht, obwohl wirklich viele rumgeschrien haben. Ja, ich mach mit, ich mach mit, ich mach mit. Ja, ich weiß nicht, an was es gelegen hat, warum keiner mitgemacht hat, denn sonst, wenn ich irgendwelche Contests oder Gewinnspiele starte, seid ihr ja schneller, wie man, so schnell kann man gar nicht gucken, macht ihr eure Videos für mich und ich weiß nicht, an was es gelegen hat. Hat es daran gelegen, dass ich mit 4 weiteren YouTubern irgendwas gestartet habe? Oder hat euch das System nicht gefallen, dass ihr eure Sachen nochmal extra an eine bestimmte E-Mail-Adresse schicken müsst? Oder was war's, ja? Ich würde mich mal wirklich interessieren, weil ich bin wirklich nicht nur sauer auf euch, sondern auch wirklich enttäuscht von euch. Weil ich und vor allen Dingen auch die liebe Lelly Labelli, die macht sich riesengroße Gedanken, überlegt sich ein bestimmtes System, dass wir 5 nicht durcheinander kommen. Weil wir haben wirklich gedacht, dass wenn wir zu 15 und es machen bei jedem, keine Ahnung, 10, 15 Leute mit, was weiß ich, oder vielleicht 8, 9, keine Ahnung, dass wir trotzdem einen Überblick behalten. Und auf der E-Mail-Adresse hatte wirklich jeder YouTuber seinen eigenen Ordner, wo seine Beiträge auch dann reingespeichert wurden. Und ich weiß nicht, wo das Problem bei euch war. Keine Ahnung. Entweder hattet ihr keinen Bock, euren Beitrag nochmal extra an die E-Mail zu schicken, oder das euch oder kommen meine Abonnenten, die meisten Abonnenten von euch irgendwie aus der Schweiz oder aus Österreich? Wenn ja, tut's mir leid. Wie gesagt, ich habe wirklich keinen Geldscheißer, Leute. Ja, ich muss auch sehen, wo ich bleibe. Und ich muss auch gucken, wie ich mit meinem Geld hinkomme. Und da kann ich nicht noch extra einen Haufen Geld für den Versand nach Österreich oder in die Schweiz irgendwie abknackern. Aber das geht nicht. Ja. Und ich weiß auch nicht, war es vielleicht der Preis, dass es nur ein Hörspiel war? Oder keine Puppe oder irgendwas? Also wie gesagt, ich schwimme nicht im Geld, ja. Ich habe keinen Goldesel im Stall stehen. Ich habe ja noch nicht mal einen Stall. Ja. Aber keine Ahnung, an was es liegt. Schreibt mir es ruhig mal bitte in die Kommentare. Würde mich wirklich mal interessieren, weil ich bin wirklich nicht nur sauer, sondern auch enttäuscht. Und auch die anderen 4, ja, die Lelly, der Sunlight Guy, bei dem hat wenigstens einer mitgemacht. Wahnsinn, ja, einer, wow. Dann noch Pumalein und hat auch niemand mitgemacht. Und bei Disney, Serenity Disney weiß ich es nicht. Ich glaube, da hat auch keiner mitgemacht. Ja, weil ich habe auch jeden zweiten, dritten Tag habe ich mal an die, bin ich, habe mich da angemeldet an der auf der E-Mail-Adresse und habe nachgeschaut, ob schon irgendwelche Leute mitgemacht haben, aber nichts. Und ich finde es wirklich eine Schweinerei von euch, ganz ehrlich. Wir machen uns so eine Arbeit, überlegen uns was, dass ihr, ja, mit was wir euch beschenken können zu Weihnachten, ja. Überlegen uns ein System, dass wir nicht durcheinander kommen, ja. Ich weiß nicht, an was es liegt. Schreibt mir es bitte mal in die Kommentare. Weil ich finde es wirklich echt scheiße von euch. Ja, und ich sag mal so, ich habe extra was Günstiges genommen, was aber auch mit Monsterheit zu tun hat, was ihr gewinnen könnt, damit ich mehrere Gewinner auch haben kann. Weil ich hatte ja immer nur einen Gewinner. Und da haben sich ja viele beschwert, dass es schön wäre, dass ich mal mehrere Preise hätte. Das habe ich jetzt gemacht und es ist auch wieder falsch. Und ja, also ich finde es wirklich echt scheiße und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin mehr wirklich jetzt am Überlegen, ob ich überhaupt noch irgendwann mal einen Contest bzw. ein Gewinnspiel starte. Egal, ob es zu Ostern ein Special ist, zu Halloween oder zu nochmal zu Weihnachten oder zu einem Abo, dass es ein Abo-Contest ist. Ich weiß es echt nicht, ob ich überhaupt noch irgendwie einen Contest mache, weil jetzt nach dem Teil Ding, also da bin ich wirklich am Überlegen und nicht nur ich, auch Sunlight Guy ist echt am Überlegen, ob er überhaupt noch mal irgendwann ein Gewinnspiel macht. Und ich finde es schade, wenn man sich was überlegt für seine Abonnenten, dass ja, dass wir euch mal beschenken, ja, weil ohne euch hätten wir nie so viele Abos, beziehungsweise ich wäre wahrscheinlich gar nicht mehr auf YouTube, ja,
wenn ich gar nicht solchen positiven Zuspruch gekriegt hätte von euch, dass meine Videos gut sind, obwohl es ja wirklich viele YouTuber gibt, die jetzt auch so Monster High, Ever After High oder Toys behandeln wie ich. Ja, die machen viel bessere Videos, haben eine bessere Kamera, die besser fokussiert, und deswegen bin ich trotzdem froh, euch zu haben, und dann möchte ich auch euch was Gutes tun mit einem Gewinnspiel, mit einem Weihnachtsgewinnspiel, das mit insgesamt 5 YouTubern ist, und dann wird noch nicht mal mitgemacht, obwohl gesagt wird, oh, ich mach mit, ja. Und deswegen, ich finde es eine Schweinerei von euch. Also ich bin echt enttäuscht und muss wirklich echt überlegen, ob ich irgendwann mal noch einen Contest oder ein Gewinnspiel starte, echt ohne Scheiß. Also ich finde es echt schade. Ich muss jetzt gucken, wie ich meine Hörspiele loskriege. Ja, ich habe hier 5 Hörspiele liegen, ich weiß nicht wohin. Eins kriegt die liebe Lelly, ja, und die anderen 4 muss ich gucken, ob ich die irgendwo verkaufe, weil was will ich damit? Ich höre keine Hörspiele, ich kann damit nichts anfangen. Ich habe den Film, der reicht mir. Und deswegen, also wie gesagt, ich bin echt, ja, echt sauer auf euch, weil ich finde es schade, man macht sich so eine große Arbeit. Ja, wir 5 haben uns echt was überlegt, vor allen Dingen die Lelly, die hat da eigentlich mit dem Ganzen überhaupt angefangen, glaube ich, mit dem Weihnachtsgewinnspiel, und hat uns 5 zusammengebracht. Und wir haben uns alle was zusammen überlegt. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ich verlosen kann, was trotzdem vielleicht irgendwie mein Budget ist. Und ja, und ich kann nicht ständig eine Puppe verlosen, weil, wie gesagt, das Geld habe ich einfach nicht. Ja? Ich wohne hier zusammen mit meinem Freund, das wisst ihr. Wir teilen uns das Geld, was er verdient und was ich verdiene, und ich verdiene dann vielleicht die Hälfte, was er kriegt. Ja? Und da muss ich auch schauen, wie ich mit meinem Geld irgendwie zurechtkommen, und ne, wir müssen Miete zahlen, wir müssen selber was essen, wir haben Strom, Wasser zu bezahlen, Nebenkosten, und es kommt immer irgendwas, was, ne, oder ich spare jetzt auch für Juni, weil ich auf die Comic-Con gehe mit einer Freundin, und deswegen, also ich schwimme nicht im Geld, ich muss selber auch sparen für Sachen, die ich irgendwann mal machen will, und deswegen, wie gesagt, ich muss da wirklich nochmal wirklich sehr, sehr oft überlegen, ob ich jetzt noch irgendwas starte für euch. Weil ich sehe es jetzt im Moment erstmal nicht mehr ein. Und ihr könnt mich auch jetzt gerne deabonnieren. Das ist mir jetzt auch ehrlich gesagt völlig wurscht. Aber es muss jetzt einfach ehrlich mal gesagt werden. Also ihr wisst ja, ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich sag auch mal meine Meinung. Und ja, wenn ihr jetzt meint, mich deabonnieren zu müssen, dann macht's. Ja, aber ich bin eine ehrliche Haut, ich möchte auch gerne auch meine Meinung sagen, und es ist jetzt einfach meine Meinung. Ich bin enttäuscht von euch, ich habe gehofft, oder ich habe gedacht, ihr freut euch vielleicht mal drüber, wenn ich zusammen was mit anderen YouTubern starte, nicht nur immer allein, und dann kommt sowas bei raus. Da kommen Zusagen, ich mach mit von dem, und dann im Endeffekt kommt trotzdem nichts, und das finde ich echt schon wirklich schade. Ja, und jetzt kommt auch eine kleine Ansage, und zwar geht's mal wieder um das unter meinen Videos schreiben, schaut doch mal bei mir vorbei. Ich habe euch schon mal gesagt, ich möchte nichts deresgleichen, oh, mein Magen knurrt, ich möchte nichts deresgleichen irgendwie unter meinen Videos lesen. Ich kann gerne mal für euch Videos, euch erwähnen in meinen Videos, ja, ich kann gerne mal euch empfehlen, ja. Aber bitte hört auf damit, unter meinen Videos zu schreiben, schaut mal bei mir vorbei. Solche Kommentare lösche ich. Ich habe es auch jetzt schon unter das Unboxing-Video Nummer 3, habe ich einen fetten Kommentar geschrieben, nur in Großbuchstaben, dass es auch keiner übersehen kann, dass ich solche Kommentare lösche. Ich kann sowas nicht leiden, Leute. Ich mache gerne für euch Werbung, ich erwähne euch in meinen Videos, ich empfehle euch, du euren Kanallink unten in die Infobox gerne auch positionieren, ja. Mache ich gerne. Aber hört auf mit so einem Scheiß, ganz ehrlich. Ich kann sowas nicht leiden, so eine Werbung, die für jemand anders ist. Ich mag sowas nicht. Ja, wie gesagt, ich mache es gerne für euch. Ihr müsst mich nur fragen, ich kann nicht hell sehen. Ja? Ihr könnt gerne mir schreiben, hey Spectra, kannst du mal für mich Werbung machen, erwähnst du mich mal, ich bin neu auf Facebook, bin noch nicht lange da oder keine Ahnung. Oder ich habe noch nicht so viele Abonnenten, hilf mir, keine Ahnung. Ich mach's gerne, wirklich, ich mach's wirklich gerne. Aber bitte unterlasst diese Sätze und alles, was so annähernd damit zu tun hat, euch, meine Abonnenten, meine Leute, auf euren Kanal zu steuern, keine Ahnung. Dann
die lösche ich. Alles, was andere darauf hinweist, lösche ich. Wirklich rigoros, ohne Warnung. Ich schreibe da nicht mehr dazu oder ich antworte nicht mehr auf irgendwelche Kommentare da drauf. Hier, lass es bitte sein oder keine Ahnung, ich lösche das. Ich mach's wirklich. Und wie gesagt, also was das Gewinnspiel angeht, das ist ja eh seit gestern vorbei. Also ich werde jetzt auch keinen Gewinner auslosen, weil es ja auch keinen Gewinner gibt, weil bei mir ja keiner mitgemacht hat. Und ja, aber wie gesagt, ich muss wirklich schauen, ob ich mal irgendwann noch einen Contest oder ein Gewinnspiel mache. Also ich weiß es echt nicht. Weil das hat, ich verstehe es nicht, an was es gelegen hat. Sonst seid ihr ja auch immer so schnell. Ja, jetzt bei meinem 2000 Abo-Contest, dann habt ihr, da haben so viele mitgemacht. Ja, ich konnte mich gar nicht entscheiden, wen ich überhaupt nehme. Und das, deswegen verstehe ich nicht, warum ihr da jetzt nicht mitgemacht habt. Ich meine, gut, es gab jetzt nur das Hörspiel zu gewinnen, aber ich hätte ja noch ein paar Kleinigkeiten, bisschen Süßes, auch Schokolade und irgendwas reingepackt, ja, damit es halt ein Weihnachtspäckchen gewesen wäre. Aber ich weiß nicht, an was es gelegen hat. Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, warum keiner mitgemacht hat, ja. Ich weiß, die meisten haben, denke ich mal, schon von euch das Hörspiel schon, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe halt extra was genommen, was nicht so teuer war einzeln und wo ich auch mehrere Gewinne auslosen hätte können. Ja. Ja, das war es erstmal mit dem Video. Wie gesagt, wenn ihr das Bedürfnis jetzt habt, mich zu deabonnieren, macht's. Ist mir jetzt auch egal, ganz ehrlich. Weil ich finde sowas einfach nur mies. Man überlegt sich was, man macht sich wirklich wochenlange, monatelange Arbeit. Die Lelly hat sich so viel überlegt für euch, ja, für ihre Abonnenten. Und man macht sich so viel Arbeit, man besorgt Sachen, man bestellt extra Sachen. Alles Geld muss man ja auch erstmal haben. Und ja, ich finde es einfach nur traurig, ganz ehrlich. Also ich... Wie gesagt, ich muss echt überlegen, ob ich überhaupt noch irgendwas mache in dergleichen. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, woran es gelegen hat, dass ihr nicht mitgemacht habt. War es der Gewinn? War es das System, dass ihr eure Beiträge nochmal extra an die E-Mail schicken musstet? Keine Ahnung. Oder war es einfach, weil die meisten Abonnenten von mir in der Schweiz oder in Österreich wohnen? Ich weiß nicht. Schreibt mir es mal in die Kommentare. Und ja. Kommentieren, abonnieren, liken und ja, heute wird auch noch ein Unboxing-Video folgen, denn heute soll noch was von Hermes kommen, mein zweites Sailor Moon-Päckchen und ja, bis zum nächsten Video. Bye, Leute!